this. Check it out. Nein, Spaß. Ey, Leute, und herzlich willkommen. Name ist Mirko, 33, komme Schweiz. Unranked. Ich mag Einhörner. Markus, 17 Jahre alt, komme aus Ingolstadt, jetzt Platin 5. Felix, 18, komme auch aus Umkreis Ingolstadt, Platin 5. Mein Name ist Lukas, ich bin 24 Jahre alt, spiele Jungle, bin Platin 3 aktuell. Ich bin Niklas, bin 17 Jahre alt, spiele halt offensichtlich Toplane, bin Platin 5. Ich spiele seit Ende Season 4, also wo Yasuo rauskam. Wir brechen die Show. Ich mag Einhörner. Ich werde hier Wacken genannt, weil ich gestern noch auf Wacken war. Du bist jetzt heute angekommen, oder? Ja. Ich bin seit einer knappen Stunde hier. Warte, warum bin ich denn hier? Okay, ernsthafte Frage, warum finde ich dich komisch? Weil du Türke 1,60 bist. 1,65! Ich möchte haben, dass du diese 5 cm bitte zu schätzen weißt. Komm mal kurz her. Leute, der ist 2 Meter groß, ohne Witz, ne? Das ist ein Bubia, komm her. Männer mit. Also Twitch-Chat, ne? Wenn hier der Boy die Ränge auspackt, dann möchte ich Hub-Qs sehen. Es sei denn, er intet, dann möchte ich einen Hub-Rips werden sehen. Ohrmeister, das ist deine einzige Chance, dich hier zu beweisen. Oh, oh. Ich gucke dir zu. Okay. Game Isa. Ja, 487k Ränge ist auch da. Mach mich stolz, okay? Ich probiere es. Ey Leute, ohne Witz, ne? Würde er nicht mit einem Bart wie Braum aussehen? Man ist doch so riesig schön. Braum ist hier! Braum ist hier! Regie, können wir ein Edding oder sowas bekommen? Sein Chen ist echt gut. Was? Der muss auf R drauf drücken, so wie Syndra. Hör auf, du zu sagen, du machst mir eins! Twitch-Chat, Spam, Kappa 123. Twitch-Chat, ich wiederhole Kappa, Kappa, Kappa 123. René, die Spam nicht Kappa 123! Twitch-Chat sieht geil aus. Sieht geil aus, oder? Hast du gesagt, dass ich fett bin? Er hat gesagt, dass ich fett bin! René! Ja, er redet immer nur rein. Er macht auch noch ganz andere Sachen damit. Soll ich eine Wolverine machen? Nein. Ich mag Einhörner. Habe ich eine Fliegenklatsche hier? Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Fliegenklatsche haben. Nein. Regie, Fliegenklatsche! Weiß auch nicht. Ich mag's einfach auf Deutsch. Wenn ich nach dem Edding frage, braucht die Regie erstmal Jahre. Ja, aber wenn kaum welche Fliegenklatsche haben. Kennst du schon Excalibur, den Fliegenvernichter? Das heißt einfach Warrior. Na logisch. An dem Ding klebt das Blut von 1000 toten Fliegen. Halt doch an. Die mussten wir alle umbringen! Ist nicht mal gelogen. Ist nicht mal gelogen. Miklas kennt sich aus. Erzähl mal das Game aus deiner Sicht. Ich hatte das Gefühl. Schon das Handy, das Party! Ich komme nicht mit dem Stock, ey. Aber das passt ja. Weil, Leute, wir gehen jetzt eh nochmal in eine Pause rein. Und dann kann ich den Stock suchen. Ich habe doch hier noch so einen Holzstock da. Auf dem kann ich gehen und ich kann mich damit verbringen. Hä? Welcher Opa hat meinen Stock geklaut? Dann sollte ich mich Botlane fokussieren. Moment, gankst du unabhängig vom Matchup? Ja, weil mein Duo-Mate Toplane ist.
Und wir diven, egal was das ist. Falsch. Echt, Platin ist ja schlimm. Platin ist mir einfach die schlimmste Elo. Wenn ich smurfe, so ich choke immer im Platin-Elo. Immer. Weil im Platin, so Platin 3, Platin 2, Platin 1, denkt jeder, also pass auf, ne, das ist ganz lustig. Er ist nah an Diamond dran und dann schon. Entweder kriegst du Platin-Spieler rein, die richtig tryhard wollen und noch Platin machen und denken, boah, ich muss alles geben und dadurch werden sie toxic. Oder du kriegst Wannabe Diamond 5 Spieler rein, die denken, boah, ich geh jetzt in die LCS, ich bin der Geilste. Ja. Was willst du Platin-Ficker? Ich hab Diamond gemacht. Ja. Braum, lass dich nicht unterkriegen von denen. Oder er gibt mir Pralinen, ich bin wie eine kleine Schlampe. Ich mag eine auch noch. Oh, warte, ich kann dir das beste Beispiel weggeben. Wacken. Hast du dich schon mal geprügelt? Ja, nicht wirklich. Irgendwie habe ich immer Bollerei-Beispiele. Okay. Nö. Aber du hast bestimmt schon mal Menschen gesehen, die sich verkloppt haben. Ja. Also pass auf. Es ist meistens so, mein Onkel meinte zu mir, wenn du mit jemandem prügelst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haust du ihm zuerst so hart eine rein, dass er auf dem Boden liegt, oder du trittst ihm in die Eier und läufst dann einfach. Das sind die zwei, ohne Witz, Ehrenmann, ne? Hat mir die besten Tipps fürs Leben gegeben. So, und das Ding ist, wenn du deinen Gegner zuerst siehst, und du bist ein Assassin, das heißt, du hast Burst Damage. Ja. Das heißt, du haust alles in einer Sekunde raus. Wie willst du jemanden Red smiten, wenn du ihn nicht mal siehst, der dir dann alles bam reinhaut? Wenn du Green Smite hast, kannst du den Gegner sehen, bevor er kommt, und danach kannst du ihm zuerst eine geben. Und wenn du sogar ganz slow bist, spielst du mit Storm Raiders und das kannst du als Tritt in die Eier sehen und dann läufst du ganz schnell wieder raus. Irgendwie suche ich immer nach Gründen, euch zu hauen. So, also. Das war passiv-aggressiv. Was hast du gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Hör auf! War aggressiv! Soll ich einen vollen One-Shot K6? Digga, hat keine Chance gegen alle. Nein, Scheiße. Kann ich für wen was picken? Wieso schrei ich eigentlich? Nein, ich will ja nichts sagen. Faker hat gegen einen Gold 3 Champion in der Mitte. Leute, unser Midlaner ist. Unser Midlaner ist, glaube ich. Ey, Twitch hat. Raucherpause. Mach mal eine Pause, habe ich gehört. Werbepause. Ja, Mann, warum schaffst du mich so? Der Psycho war's. Hallo. Wisst ihr, wie sauer ich jetzt bin? Oh! Ein Euro! Ja! Wenn ich abends aufstehe und ich aufs Klo gehen muss, ja, oder wenn Kevin aufsteht, mich weg, weil er aufs Klo geht, und dann mache ich erstmal die Augen auf, alles ist dunkel und mein Kopf sagt mir, dass irgendwelche Monster bei mir im Bett sind. Kennt doch auch alle, oder nicht? Nein. Kennt ihr das nicht, wenn ihr im Dunkeln guckt, dass ihr auf einmal Sachen seht, die es gar nicht gibt? Ihr träumt mich doch, oder? Nein. Ich fand das Bootcamp ganz interessant auf jeden Fall. Ich habe doch viele Fehler bemerkt, die ich gemacht habe. Ich fand es eigentlich sehr informativ und sehr lehrreich. Richtig, richtig cool gewesen. Ja, also lehrreich, informativ hatten wir schon. Game Knowledge technisch habe ich jetzt viele Dinge so dazugelernt, auf die ich gar nicht erst geachtet habe früher. Mhm. Cool. Ich habe auch eigentlich viel gelernt mit dem Warden, mit dem... Ich werde vielleicht jetzt auch öfters TP'en. Fand es echt sehr interessant, fand es echt gut, sehr lehrreich. Werd bestimmt auch nochmal herkommen. Danke auch nochmal an alle, die hier mit zugesehen haben, an alle, die hier mit teilgenommen haben, ja, auch an die Bauern hier. Danke an Case King, Noble Chairs, Samsung und natürlich Kuga, die uns hier helfen mit dem ganzen Kram. Haut da rein, Leute! We'll be right back.
Oh, René, halt die Fresse, das hab ich ja schon gesagt!